Ja. Sie hatten Zeit, davonzulaufen. Ich sag's mal so, ihr hattet Zeit, davonzulaufen. Unfassbar. Dann ist es wohl Innos Wille, was hier geschieht. Dann ist es wohl Innos Wille, was hier geschieht. Ja, ihr hattet Zeit, davonzulaufen. Also ich habe den Stream deswegen ausgemacht, dass ich die beiden Sachen einfach besser voneinander sortieren kann, weil den Videos kann ich dann, dem letzten Video kann ich dann Gothic 1 zuweisen und dem jetzt hier Gothic 2. So, liebe Leute, jetzt geht's aber um Gothic 2, die Garde. Das ist der zweite Stream, den ich von der Garde mache. Und ich glaube, die Garde braucht keine große Einführung. Ihr werdet gleich schon sehen, wovon ich rede. Also die Garde ist eine etwas ältere Mod. Und sie ist deswegen so ein bisschen kultstatusmäßig bei mir angekommen, weil die Garde teilweise Sprecher hat, die jünger sind, Mikrofone haben, die klingen, als würden sie an der Nordsee irgendwo im Wind stehen. Und die reden halt so, wie sie im normalen Leben als junge Männer mit ihren Freunden reden würden. Aber das ist genau der Part, warum ich diese Mod so lustig finde. Und ohne groß hier was zu sagen, würde ich sagen, wir starten mal Gothic 2 mit der Garde. Und was interessant ist, ich drücke hier auf Spiel starten und normalerweise geht es ja direkt los. Aber hier, das hängt sich jetzt schon halb auf. Der Gothic-Starter, seht ihr das, der weigert sich richtig dagegen, dieses Spiel zu starten. Und zwar aus gutem Grund. Ihr werdet's. Ich würde mal sagen, in ungefähr. Gleich, das ist nämlich ein weiteres. Es geht nämlich nicht direkt Vollbild, da muss man erstmal ein bisschen. Tja, da wären wir. Das ist Gothic 2, die Garde. Ohne viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, wir starten rein, schauen es uns mal an und dann darf sich jeder selbst ein Bild machen. Es wird allerdings nicht allzu lange dauern, bis der lustige Part kommt. Was heißt der? Es gibt ein paar lustige Parts. Ihr werdet sehen. Ich würde sagen, wir drücken die Garde, starten und dann geht einfach mal völlig unvoreingenommen in die Mod rein. Ich spiele sie zum zweiten Mal, weil ich sie echt cool finde. Los geht's! Los geht's. Damals in der Kolonie. Es war alles so gut. Wir hatten eine Ordnung. Jeder Gardist konnte sich auf seinen Kameraden verlassen. Doch ein unbeschreibliches Unheil ist über uns gekommen. Die Barriere. Sie brach. Und wir mit ihr. Wart's nur ab, Stone. Ich werde eine Menge Unsinn machen. Und hallo Daniel. Das war das Intro. Das wurde aber auch Zeit. Endlich bist du wach. Ich dachte, du öffnest deine Augen gar nicht mehr. Wo bin ich? Was? Willst du mich verarschen? Nein, ich. Was ist mit dir? Ich kann mich an nichts erinnern. Jetzt tu doch nicht so. Ach, ich verstehe. Gute Idee. Aber ich glaube, die Soldaten werden dir das nicht abkaufen. Jetzt hör auf. Hör auf, mich zu verarschen, Jungchen. Ich verarsche dich nicht. Du sagst also, du weißt nicht, wer du bist. Jeder hier auf der Insel weiß, wer du bist, nur du nicht? Ich sage die Wahrheit. Glaub mir doch. Du machst tatsächlich einen ziemlich bescheuerten Eindruck. Ist alles in Ordnung mit dir? Nein, eben nicht. Verdammte Scheiße, was mache ich denn jetzt? Kannst du mir sagen, wer ich bin? Das geht noch ein Dein bisschen. Name ist? Ach, mein Name ist mir scheißegal. Willst du ihn wirklich nicht? Nein. Na schön, du bist ein gesuchter Schwerverbrecher vom methanischen Festland. Ach was. Woher?
Ich sehe schon, ich muss von ganz vorne anfangen. Mach das mal. Du hast vor wenigen Tagen im Namen des Rates einen wichtigen myrtanischen Paladin getötet. Nein. Seitdem suchen dich die königlichen Truppen, aber hier auf Thorn werden sie keinen Fuß setzen. Mhm. So, das war schon mal... Sinnlos in Corinus. Das war schon mal das Intro. Ich hab euch gewarnt. Weiter geht's. Was genau treibe ich denn hier? Wo genau bin ich hier? Ich muss dir also alles von Neuem erklären. Mach das mal. Dann will ich das mal tun. Mhm. Du befindest dich hier auf der Insel Thorn. Sie liegt nordwestlich von Corinus und gehörte früher zum Königreich Myrtana. Aber seit das Reich während des Zweiten Orkriegs immer schwächer wird, beschloss Herzog Pandoros, die Insel unabhängig zu machen. Mhm. Das tat er auch. Und seit diesem Tag fürchten wir jeden Monat aufs Neue eine myrtanische Invasion. Thorn ist ein gefährliches Stück Erde. Überall treiben sich wilde Bestien herum. Nur in den Städten bist du sicher. Mhm. Davon gibt es auf Thorn zwei. Elandil und Winterwacht. Elandil wird von Herzog Pandoros, von dem ich dir ja eben erzählt habe, und neuerdings vom Rat beherrscht. In Winterwacht hockt die Sturmgarde. Diese dient dem Gott Adanos und liegt sich mit Elandil schon seit Jahren in den Haaren. Zwischen den Städten liegen Wälder, ein paar Bauernhöfe und dann gibt es noch die Minen. Diese gehören allesamt dem Herzog, aber die Sturmgarde würde alles geben, um auch an eine solche heranzukommen. Das ist erstmal alles, was du über Thorn wissen musst. Mhm. Den Rest wirst du mit der Zeit erfahren. Hier in Elandil, die ist übrigens die Stadt hinter mir, gibt es Leute, die dir mehr über die aktuelle Lage berichten können. Ja. Rede mit ihnen, du wirst sie schon finden. Gerd, das Problem ist halt, dass er ein schlechtes Mikrofon hat. Ich glaube, wenn er ein gutes Mikrofon hätte, wäre es gar nicht so schlecht. Glaube ich. Ich glaube, die Stimmen sind schon ganz laut, aber warte mal ab, da schreien dir später noch welche ins Ohr. Ich glaube, die Lautstärke passt. Wer bist du? Wer ich bin, ist eigentlich unwichtig. Halbert. Sagen wir einfach, ich bin ein alter Freund. Ach was. Aha, fein. Ich habe da noch etwas über die Insel zu berichten. Als der Herzog sich vom Reich abspaltete, zogen auch alle myrtanischen Truppen mit ab. Nur. Er brauchte eine Armee. Da kam ihm der Zusammenbruch der Barriere im Minental von Corinus gerade recht. Wo? Ach, egal. Jedenfalls kaperte eine große Gruppe Gardisten ein königliches Schiff und segelte hier nach Thorn. Wir beide gehörten dazu, aber daran erinnerst du dich ja nicht mehr. Kann sein, Morphos. Pandoros stellte den Gardetrupp kurzerhand in seinen Dienst. Sie tragen jetzt den Namen Elandische Stadtgarde. Es sind auch noch einige alte Gesichter aus der Zeit der Kolonie dabei. Mhm. Vielleicht helfen sie dir ja, dich zu erinnern. Vielleicht. Du gehörst jetzt zu uns. Wollen wir es hoffen. Gute Arbeit. Pass aber bei ihnen auf. Einige werden versuchen, deine Situation auszunutzen. Nein. Werde ich mir merken. Tu das. Es kann dein Leben retten. Obwohl die meisten der Leute ganz freundlich sind. Aber ob Freund oder Feind, kann man manchmal nur sehr schwer unterscheiden. Mhm. Ja, also die Story ist nicht so... Wichtig würde ich sagen, und gerade die Stimmen ist das Thema, gerade die Stimmen ist das, was die Mod für mich so ein bisschen zum Kultstatus macht. Wartet mal ab, es geht noch besser. Wartet ab, das ist gerade der Punkt, was die Mod so gut macht. Seht ihr übrigens ganz weit im Hintergrund den Wasserfall? Sieht irgendwie aus wie ein Eiswasserfall, ne? Der fließt gar nicht. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Es wäre wohl das Beste, wenn du dich hier auf der Insel erst einmal umsiehst und versuchst, dein Gedächtnis wiederherzustellen. Am besten, du schließt dich einer Gemeinschaft an. Dann hättest du Schutz und eine Unterkunft. Mhm. Was wirst du machen? Ich gehöre zur Elandischen Stadtgarde und werde weiter hier Wache halten. Kannst du ab und zu mal bei mir vorbeischauen, wenn du möchtest. Ja, ja. Werde darauf zurückkommen. Viel Glück noch. Du wirst es brauchen. Ja, danke schön. Ach, und bevor ich es vergesse... Nimm dieses Messer. Kann sicher nicht schaden. Ich weiß schon, Handball, ja. Ich weiß schon. Ja, Gedächtnis, also nach Logiklücken brauchen wir nicht zu suchen. Kannst du mich im Schwertkampf trainieren? Kann ich machen. Werde ich auch. So wie du aussiehst, hast du das bitter nötig. Aha. Also. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Ja, einiges ist halt auch nicht vertont. Na gut. Ja, und das hat jetzt gerade, na gut.
Hin und wieder passen halt die Untertitel auch nicht. So ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Hin und wieder steht halt auch in den... Aha. Hin und wieder steht halt in den Untertiteln was anderes drin, was die da sagen, aber da müsst ihr jetzt drüber wegkommen. Oh, ein Wolfsmesser, das liebe ich doch total. Ich könnte übrigens den Weg da hinten hochlaufen, aber ich glaube, irgendwie da hinten tut sich nicht viel. Machen wir mal schon mal ein paar Speicherstände. So. Zack, wunderbar. Also seht ihr, wie schnell das Speichern geht? Das ist zumindest schon mal etwas Gutes hier. So. Jetzt gucke ich mal... Gerade wo wir in Gothic 1 waren oder wo wir noch Gothic 2 gespielt haben und in die Welt so reingeguckt haben, hier sieht es irgendwie anders aus, gell? Glaube ich. Ja, Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Wir machen uns jetzt direkt mal auf zu dem Dialog, der die Garde für mich irgendwie ausmacht. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt übrigens hier hinterlaufe. Das ist nämlich der Weg, wo es eigentlich nicht weitergeht. Man hat ja im Hintergrund schon diese Festung gesehen und hier ist halt nichts. Ich soll eigentlich in die andere Richtung, aber ich dachte, ich gucke mich mal um. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Und was meinst du, wer sie zum Einsturz gebracht hat? Ich weiß es nicht mehr, Woogie. Bei den Lagern. Ist das nicht der Wasserfall? Ja, das ist er. Hier, seht ihr den? Das ist der Wasserfall. Guckt euch das an. Jetzt geht auf einmal wieder richtig rum. Das ist physikalisch höchst interessant. Jetzt geht er auf einmal wieder... Ist cool, oder? Moment mal, wie geht denn der jetzt wieder nach unten? Vielleicht kann ich unter ihm durchtauchen. Ja, kann ich sogar. Gerade eben konnte ich gegen die Fließgeschwindigkeit nicht ankommen, aber ich kann einfach unter ihm hindurchtauchen. Ja, oder Magnet. Kann ich den Wasserfall hoch? Was? Den Wasser, an den erinnere ich mich sogar noch. Bei dem habe ich am Anfang auch ein bisschen rumgeblödelt. Jetzt fließt er wieder nach oben. Kann ich da nicht hoch? Verdammt. Ich hatte einen schlechten Tag und suche ein bisschen Ausgleich. Halt mal still. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Leute verprügeln, so. An den Wasserfall konnte ich mich noch erinnern, aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir langsam in Richtung Stadt. Allerdings werde ich mal neu laden, weil ich will nicht jetzt von da oben irgendwie runterlaufen, sondern ich nehme mal den gedachten Weg. Ja, hier sieht es gut aus, gell? Ich meine, man kann über die Mod sagen, was man will. Immerhin hat der Entwickler es trotzdem geschafft, eine lauffähige Mod rauszubringen. Es kann zwar sein, dass man sie nicht ohne Marvin-Modus durchspielen kann, aber probieren wir es mal. Letztes Mal hat's geklappt, aber das war nur aufgrund von seltsamen Zufällen. Was machst du denn hier? Hallo. Grüße, mein Name ist Nikolai. Hallo. Was führt dich denn auf unsere abgelegene Insel? Nun, das wüsste ich auch gerne. Ja, das sehe ich. Du siehst ziemlich abgerissen aus. Kann man schon so sagen. Eine kleine Frage. Ja? Wo bin ich hier? Das weißt du nicht. Der Held ist leise, gell? Du bist hier auf der Insel Karma. Ein trostloses Fleckchen Erde. Aber man kann hier leben. Der Held ist irgendwie ein bisschen leiser als alle anderen. Hast du was zu tun für mich? Na klar, konntest du das nicht schon denken? Ich habe es vermutet. Also, was gibt dir da ein Jäger wohl für einen Auftrag, hm? Alles klar. Wie viel Fleisch benötigst du? Sagen wir mal 5 Keulen. Hier in der Nähe gibt's genug Viehzeug. Mhm. Wenn du sie selbst nicht schaffst, lock sie zu mir. Ich krieg das hin. Super. Dann mache ich mich mal auf die Jagd. Genau. Tu das. Ich habe keine Ahnung, Konrad. Ich habe keine Ahnung. Auf sowas achte ich nicht. Muss ich sagen. Ich war auch selbst nur ein, zweimal da drüben. Ja, der klingt mega stoned, ne? Ja, wartet's nur ab. Das wird noch besser. Mein Lieblingsdialog kommt bald. Mal schauen, ob wir die so hinkriegen. Oh oh. Heiliger Rober! Ja, erstmal ein Stängel Sumpfkraut. Leider habe ich nichts. Guck
Gar nicht so übel für so eine Landratte. Gar nicht so übel für so eine Landratte. So. Ja, ich weiß, Krammer, ja. Der ist aber selbst gemacht. Also der hat irgendwie nichts zu bedeuten. Tja, jetzt fehlt mir immer noch was. Ja, wart's mal ab. Was diese Mod so hergibt. Es gibt häufig Leute hier im Chat, die schon sehr lange immer so Alder geschrieben haben. So, das und das ist die beste Mod, Alder. Das kommt aus der Garde, dieses Alder. Das werdet ihr auch sehen, wo das herkommt. Und früher, das hat sich jetzt ein bisschen ging das zurück. Früher gab es auch mal fliegende Dunkelpilze. Und es gab früher noch häufiger im Chat das Baal Netbeck. Weil ihr kennt ja vielleicht den Baal Netbeck noch aus Gothic 1. Dessen Name wird hier auch erwähnt, allerdings wird er sehr seltsam erwähnt. Aber ihr seht dann schon später, was ich meine. Oh ja. Na, ja, das ist nicht mein Lieblingsbaal. Mein Lieblingsbaal ist immer noch Baal Lucor. Hey, aber zumindest haben wir jetzt direkt mal die erste Quest erledigt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Danke, Jim. Das war nämlich gerade Baal Lucor. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Wir gehen jetzt gleich mal Richtung Festung da in der Mitte. Und dann kommt genau das, was ich gemeint habe, wo das Alder herkommt. Tondral ist auch ziemlich cool, ja. Lucor ist immer noch der Beste. Lucor ist leider immer noch der Beste. Baal Netbeck. Ich weiß schon genau, worauf das hier anspielt. Die Leute, die Garde schon gesehen haben, wissen halt, was sich hier so tut. Ich find's cool. Ich meine, Gothic 2 hat trotzdem immer den Gothic 2 Charme, egal welche Mod es ist, finde ich. Ich hab das Zeug. Perfekt, dann brauche ich das heute nicht mehr zu machen. Dank dir, Fremder. Mein Name ist... Glaubst du ernsthaft, dass mich dein Name interessiert? Nein, behalt ihn einfach für dich. Wie du meinst. Warte, ich will dich noch für deine Dienste entlohnen. Hier sind 50 Goldstücke. So wie du aussiehst, kannst du sie gebrauchen. Und damit lass uns auch auseinander gehen. Danke sehr. Hört ihr das Klicken immer im Hintergrund von dem Nikolai, wenn er die Sprachaufnahme beendet hat? Schau mal ganz kurz. Ja, die Sprachen sind schon so laut, wie es geht. Das Wasser hier, oder? Ich wusste gar nicht, dass es in Gothic sowas gibt. Was denn das für ein Blödsinn? Ich weiß es nicht, Theo. Ich wusste gar nicht, dass es in Gothic sowas gibt, stehendes Wasser. Das wusste ich gar nicht. Weißt du, der Wasserfall, den bemerke ich schon gar nicht mehr. Das könnte ein bisschen schwierig werden übrigens. Oh oh. Ja, das war keine gute Idee. Jäger, hilf mir! Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, es hat noch nie eine Gothic 2 Mod geschafft, die Physik kaputt zu machen. Hilfst du mir? Weg mit der Waffe! Na bitte, geht doch. Mach ihn platt! Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, den macht er, ich mach den da. Viel weniger. Jawohl, dann habe ich zumindest ein bisschen Erfahrung mitgenommen. So. Hey du! Klick. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Neu hier? So. Es dauert noch ein bisschen. Ich weiß schon, ich sehe schon ungefähr den Punkt, wo der Jäger steht. Wie hieß er? Ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Wie hieß der Jäger, auf den ich warte und auf dessen Dialog? Ich komme einfach nicht auf den Namen. Klick. Klick. Warum? Mein Bot, der hat tatsächlich eine Intelligenz, ja. Vorhin, Jem.
vor ein paar Minuten. Der hat tatsächlich eine Intelligenz. Ja, das war jetzt blöd. Das, wisst ihr was, das lade ich direkt nur. Da werde ich nur zu häufig getroffen. Wieso kann ich die denn nicht auseinanderziehen? Jetzt. Die Erfahrung nehme ich mal mit. Jawohl, da kam gerade die 10%ische Crit-Chance. Hey, guck mal her. Psst. Hey du, komm mal her. Unterwegs in die Stadt, was? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal. Ja, die sollen nur picken. Autsch. Ja, danke, danke, Mickey. Na, hallo, Hawk. Einen wunderprächtigen, hübschen guten Abend. Willkommen in der Welt von der Garde, in der ich jetzt seit 10 Minuten oder so drin bin. Echt klingt deine Katze wie ein Scavenger. Sicher? Sicher, dass du dir kein Huhn gekauft hast? Ja, ich sag ja, der hat eine Intelligenz, oder? Da ist nichts zu holen. Wartet ihr nur ab, der Bot kann noch viel mehr. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Mit den Spinnern? Die Leute hier drin sind keine Spinner. Die sind alle nur ein bisschen anders. Mal gucken. Ja, aber Gothic-Zitate kannst du halt immer, das passt halt immer. Auch im echten Leben. Es passt einfach immer. Oh, Hawk, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also, die Story hat sich noch nicht viel getan. Ich bin jetzt momentan bei 15 Minuten Spielzeit. Und es ging jetzt darum, du bist auf irgendeiner Insel aufgewacht und hast einfach dein Gedächtnis verloren. Und der erste NPC hat dir gesagt, ach, lauf einfach mal ein bisschen durch die Gegend und schau dich um. Also storymäßig hat sich hier noch gar nichts getan. Und was die Story am Schluss so sein soll, ist auch nicht so eindeutig. Also rein storymäßig wird's etwas kompliziert, würde ich sagen. Glaube ich. Verstehe, ja, dann versteht es zumindest einer. Ich verstehe es nämlich nicht, weil, oh, das sind so viele. Weil die Mod, die Garde ist ein bisschen durcheinander. Hast du das Zeug schon selber geraucht? Nein. Die Mod, die Garde ist, sagen wir mal, in einem unfertigen Zustand, glaube ich. Aber egal, wir werden sehen. Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Genau, sowas sehe ich direkt. Hallo nochmal, Hawk. Ja, das ist Gothic 2 und da vorne steht er. Bernd heißt er, oder? Jetzt komme ich wieder auf den Namen. Bernd heißt er. Nee, Jim kommt da nicht. Kannst du ja, probier's halt einfach. Der kommt nicht. Ja. Hallo übrigens, here we go again. Ja, das ist Gothic 2. Man könnte vielleicht meinen, dass das Gothic 1 ist, gell? Rein vom Aussehen her. Ja, für Gothic, ich meine, ich spiele auch den ganzen Tag nichts anderes. Bernd ist Brot, habe ich am Anfang auch gedacht, ja. Könnte ich hier sogar schon in die Stadt? Hallo Wolgan, kann ich dich vielleicht ansprechen, während ich springe? Nee. Ich weiß es gar nicht, Patrick. 20 Goldstücke war ja auch nicht so viel für dein Leben. Du kannst passieren. Noch nicht viel. Es hat sich hier noch gar nichts getan in der Mod. Ich bin nur irgendwo auf einer Insel aufgewacht und die haben mir gesagt, du hast dein Gedächtnis verloren. Das war alles. Richtig, ja, Hawk. Ach, das ist ja wieder er. Tag. Tag, Fremder. Ich bin Bernd, einer von Wolgans Jägern. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her?
Ich und meine Kumpels sind hier gestrandet und jetzt... Oh, das ist ärgerlich. Und seit Jahren schon ist bis auf ein paar Handelsschiffe, die aber nur einmal im Jahr kommen, kein einziges Schiff mehr an Zorn vorbeigesegelt. Toll, genau das wollte ich jetzt hören. Der grinst auch schon. Ich bin dich damit ab. Das hier hinter mir ist die Stadt Ilandl, der Sitz des Herzogs. Aber seit der Herzog hier nicht mehr herrscht, naja. Egal, was kann ich für dich tun? Hört ihr auch schon, dass da so ein bisschen selbst grinsen muss, der Sprecher? Das hört man ein bisschen, oder? Komme ich einfach so in die Stadt? Oder werde ich gleich von den Wachen dort drüben aufgehalten? Ich kenne die beiden. Die sind eigentlich ganz nett. Sie werden versuchen, die Einlassgebühren abzuknüpfen. Aber hör am besten gar nicht drauf. Dann solltest du ohne Probleme in die Stadt kommen. Alter! Danke für den Ratschlag. Hab ich gern gemacht. Seit der Rat regiert, müssen wir einfache Bürger zusammenhalten. Alter! Der was? Es gibt Leute in der Stadt, Alter, die dir mehr darüber erzählen können. Hey, Alter, rede mit denen. Werde ich machen. Du bist noch nicht lange hier, was? So was sehe ich direkt. Alleine dafür lohnt sich das schon. Kann ich was bei dir kaufen? Hey, Alter, natürlich, ich hab alles, was das Siegerherz begehrt. Oh Gott! Ey, Alter, ich hab alles, was das Jägerherz begehrt. Oh Gott! Oh. Hast du irgendwas zu tun, Finn? Nee, Alter, eigentlich nicht. Obwohl, doch, du könntest... Obwohl, nein, Alter. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Alter, du könntest für mich eine Nachricht an Volker senden. Ist diese schriftlicher Natur? Nein, Alter. Sag ihm einfach nur, dass wir uns wie vereinbart treffen. Und wo befindet sich dieser Wolfgang? Ey, Alter, er ist der Anführer der Jäger hier aufgebaut. Und müsste sich eigentlich in Ilandl befinden. Ey, Alter, wo genau, weiß ich nicht. Du wirst ihn finden müssen. Tja, dann mach ich mich mal auf. Alter, tu das. Beeil dich, die Nacht ist dringend. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so lange auf diesen Dialog gewartet. Oh. Oh. Das gibt's. Oh. Das ist der Kerl. Machen wir ihn fertig. Gerne würde ich ihn fertig machen. Der Typ ist einfach die Legende. Ich muss mal gucken, ob ich den bei Random mit reinpacken kann. Oh Gott. Sag mir deine Ware. Kein Problem, Alter. Oh Gott. Oh. Alles klar, mir geht's wieder gut. Oh, es ist der Hammer. Hört, ihr Bewohner von Ilandl, auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Herzogs Pandoros. Oh Gott. Ich krieg mich da nicht. Vor allem, ich muss dann immer meine Sitzposition abändern, weil ich gar nicht so viel Platz habe, um so viel Luft in meinen Körper zu pumpen, wie ich eigentlich fürs Lachen brauche. Oh. Gehen wir mal nach rein nach Ilandl, oder? Da gibt's noch mehr. Ich guck mal, ob ich direkt zu dem zweiten kommen kann, den ich noch in Erinnerung hab, der auch... Wo das zweite herkommt. Wo war denn nochmal das Sumpflager? Das war, glaube ich, da unten. Hört, ihr Bewohner von, wie heißt es, Ilandl? Ja, vor allem, du hörst am Anfang schon, als er die ersten Dialoge vertont, dass er schon so ein bisschen grinsen muss. Als ich das erste Mal gehört habe. Boah. Da hinten ist, glaube ich, das Lager der Sektenspinne. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ja, stimmt, da hinten ist das Lager der Sektenspinner.
dann kommt nämlich direkt auch noch Mr. Balnetbeck, glaube ich. Also dieser Typ, der ist wirklich... Dieser Typ ist einfach nur Kult. Hier war das, war hier nicht die komische... Ach ja, diese komische Textur. Hier, guckt mal. Teilweise gibt's hier Sumpf. Gell, realistisches Wasser und realistischer Sumpf. Teilweise gibt's hier Sumpf und teilweise... Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich steck fest. Steuerung Alt F8 vielleicht? Ach, ich verstehe. Alles klar, okay. Wenn ich da runtergehe, stecke ich da in diesem Nichts fest, oder? Hä? Was zum Teufel? Ich bin das nicht. Ich drück nur auf W. Ich bin das nicht. Urshak, grüßen, Freund. Schön wäre es, wenn Urshak hier wäre. Oh Mann, ja, so Utz, Utz, Utz mäßig. Hey, wenigstens haben wir die Musik der Sektenspinne. Ui. Ja, das Sumpfkraut hat hier einen ganz anderen Effekt. Was, meine Hand war oben während dem Satz? Echt? Das ist der Hammer. Während welchem Satz? Okay, mir geht's wieder gut. So, reden wir doch mal mit den Sektenspinnern. Willkommen, Fremder. Du betrittst hier heiligen Boden. Heiligen Boden? Was soll das heißen? Du betrittst den Boden der neuen Bruderschaft des Schläfers. Die Bruderschaft des was? Des Schläfers, einem göttlichen Wesen, das uns all die Erlösung bringen wird. Aha, hört sich interessant an. Mein Name ist Talas. Meiner ist... Er erinnert sich nicht. Das ist egal, denn vielleicht wirst auch du bald als neuer Bruder in unseren Reihen aufgenommen. Mal sehen. Keine Sorge, du wirst von unserer kleinen Gemeinschaft hier nicht enttäuscht sein. Wo zum Teufel kommt ihr Spinner eigentlich her? Wir kamen aus der Minenkolonie von Kurim, dort wo einst unsere große Bruderschaft ihren Sitz hatte. Doch etwas ist passiert, etwas geschah mit unserem Meister. Die Barriere, sie brach, unsere Bruderschaft floh. Viele von uns verfielen dem Wahnsinn und wurden zu... Der Rest, der nicht den Verstand verlor, floh mit einer Kogel. Hier auf Wort. Mit einer Kogel. Hier werden wir unsere Bruderschaft neu aufbauen und den Schläfer weiter preisen. Haben die anderen Inselbewohner euch schon bemerkt? Ja, vor einigen Tagen war ein Gardist aus Elandel hier. Wir konnten ihn jedoch mit einer entsprechenden Menge Sumpfkraut dazu überzeugen, wieder abzuhauen. Eigentlich leben wir hier in Ruhe und Frieden. Seht mir alle ein klein wenig bescheuert aus. Das mag auf den ersten Blick vielleicht wirken, doch unser Geist ist rein. Sicher. Ist der Hammer, oder? Oh Gott. Ich bin doch bei dem Entwickler schon die ganze Zeit dabei zu sagen, du musst die Fortsetzung rausbringen. Entwickler von der Garde hat gesagt, es gibt noch ein Sequel von der Mod. Erzähl mir etwas mehr über die Bruderschaft des Dings da. Des Schläfers. Meine ich ja. Wir sind die Anhänger des göttlichen Wesens des Schläfers. Kurz nach seinem Erwachen stürzte die Barriere ein, doch ein garstiger Feind verbannte unseren Meister. Jedoch beten wir ihn immer noch an und hoffen eines Tages auf seine Rückkehr. Unsere Bruderschaft besteht aus drei Teilen. Den Novizen, da gehöre ich unter anderem dazu. Den Templern und den Gurus. Wir Novizen sind für die einfachen Arbeiten im Lager zuständig. Wir ernten das Kraut und kundschaften die Gegend aus. Kor,
Nalbeck! Das ist eine große Ehre. Die Templer sind die Krieger und Beschützer des Lagers. Sie beherrschen Umgang mit dem Schwert wie keine zweite und einige von ihnen sind sogar mit der Gabe der Magie gesegnet. Unsere Gurus sind die geistigen Führer der Bruderschaft. Sie versuchen erneut einen Kontakt zum Schläfer herzustellen und geben seine heiligen Befehle an uns weiter. Auch sie sind mit der Gabe der Magie wie keinen anderen. Ich glaube, das war erstmal alles, was du wissen solltest. Wenn du mehr erfahren willst, rede mit den Templern und Gurus. Sie können dir sicher weiterhelfen. Oh Gott. Oh, meine Güte, ey. Oh. Kornalbeck. Hallo, Wankeln. Hallo, Bruder Dingens. Ich begrüße dich in unserer bescheidenen Gemeinschaft. Möge der Schläfer dich auf all deinen Wegen begleiten. Jawohl. Ich bin Wankeln, ein Novize unserer heiligen Bruderschaft. Mhm. Ich ernte Kraut und verteile es. Mhm. Gelegentlich genieße ich auch selbst seinen berauschenden Geschmack. Hört sich interessant an. Mach du mal. Sei nicht spöttisch. Der Schläfer vergibt nicht allen auf seinen Wegen. Also hüte deine Zunge, oder ich schneide sie dir ab. Sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul, du elender Penner. Ich glaube, ich höre nicht recht. Du wagst es, einen Diener des Schläfers auf solch eine Weise zu beleidigen? Du bist es nicht wert, mit mir zu sprechen. Aber ich werde es trotzdem tun, da der Schläfer auch Güte lehrt. Hey, Alter, ich hab alles, was das Jägerherz begehrt. Ich kann nicht mehr. Habt ihr den Clip im Ding im Clips-Channel vom Discord? Postet es mal da, sonst vergesse ich das wieder. Ich kann nicht mehr. Wassermagier, hast du keinen besseren Plan? Es tut mir leid. 40 sogar. Hallo, Dealer. Hi. 40, ja? Wobei es gestern gar nicht so schlimm war. Hin und wieder mal ein paar Freeze-Frames, aber ansonsten ging es eigentlich. Es ist der Hammer, oder? Irgendwer hat das Alter, das Alter geklippt, also nur damit es irgendwie, das muss immer griffbereit sein. Es ist der Hammer. Ich glaube, ich poliere dir deine scheiß Fresse. Du wagst es, Elender! Penner, jetzt gibt's was. Saublödes Arschloch. Nee, der macht mich. Meine Güte. Was? Du hast ein Mitglied unserer Bruderschaft geschlagen. Hab ich nicht! Was sollte das? Er ist mir, sagen wir mal, ziemlich auf die Nerven gegangen. Das ist trotzdem kein Grund, ihn grün und blau zu schlagen. So etwas wird hier nicht gerne gesehen. Du solltest besser vorsichtig sein, was du machst. Ich werde versuchen, mich das nächste Mal ein wenig zurückzuhalten. Oh. Tu das, sonst werde ich dir die Schädelplatte brechen. Hört sich nett an. Ist es auch. Ja, komm mal her. Wir sehen uns. Oh Gott. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Oh Gott. Ah. Das ist sogar Ball Netback. Ah, der Hammer, oder? Also, ich habe euch vorhin gewarnt. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ja, er grüßt ihn. Ich und meine Bäume grüßen dich ebenfalls, Fremder. Siehst du nicht, wie sie springen und tanzen? Wie dem auch sei. Mhm. Ich bin Baal Netpack, Oberstadt der Bruderschaft.
Darauf habe ich nur gewartet. Das liegt möglicherweise daran, dass der Hauptteil unserer Männer bei der Flucht aus der Kolonie gestorben ist. Aber hier hoffen wir, neue Anhänger zu finden. Hey, warte. Du könntest unserer Bruderschaft beitreten. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ey. Ja, du musst aber einige Bedingungen dafür erfüllt haben. Du sollst dich mit jedem, aber wirklich jedem hier im Lager gut gestellt haben. Auch mit mir. Dann musst du noch Chor Nalbeck überzeugen. Das wär's dann auch schon. Es ist der Hammer, oder? Ich kann nicht mehr. Nein. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich brauche erstmal, Pina Colada. Das ist doch der Hammer, oder? Ich hab euch gewarnt. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. War mal hier drinnen. Das ist der Dialog von Kurt. Das ist der exakte Dialog von Kurt aus Gothic 2. Okay, das nicht mehr. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du ja falsch. Ha! Ha! Ich hab's ihnen immer gesagt, jeden Tag. Die Bäume, sie haben sie gefällt. Sie haben sie getötet, sie haben sie gebrannt. Verstehst du das nicht? Meine Bäume. Ja, ich will Templer werden, komm. Ich bin immer nicht besser geworden. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du ja falsch. Ja, komm, genug. Ist der Hammer, oder? Ich war gerade aus dem Chat ab. Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Hey! Was soll das rumgeschleichen? So. Das war übrigens schon das gesamte Sumpflager. Da oben gibt es noch jemanden, aber zu dem kommt man nicht hin. Ich bin überhaupt nicht betrunken. Ich habe ein paar Pina Coladas getrunken, da ist wirklich verflucht viel mehr rum drin, als ich eigentlich dachte. Der Grund, warum der übrigens so gelb ist, ist, weil ich normalerweise dieses Mal weniger Kokos hergenommen habe und diesmal eine Ananas-Kokos-Mischung direkt zusammen halt noch mit Kokos hier Extrakt. Jede Menge weißen Rum und jede Menge Eiswürfeln und deswegen ist der gelblicher, weil ich mehr Ananassaft diesmal drin habe und er ist echt verflucht lecker. Ich betrunken, wie kommst du auf sowas? Ich weiß nicht, ob man Chor Nalbeck besuchen kann, weil der Chor Nalbeck ist da oben und da kommt man, glaube ich, nicht hin. Ich habe es das letzte Mal nicht geschafft, da hochzukommen. Ich könnte mal live blasen, ja. Ich habe früher, damals, als ich bei der Polizei war, habe ich immer mal, wenn ich außerhalb vom Dienst gesoffen habe, habe ich mal immer geblasen, um zu gucken, was ich so theoretisch gehabt hätte. Und es macht eigentlich immer ziemlich viel Spaß. Wobei, wenn Männer blasen, macht es theoretisch nicht so viel Spaß, aber...
ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier in der Mitte ist nämlich... Da seht ihr den. Und da gibt es keinen Weg, irgendwie hinzukommen. Ich habe das letzte Mal schon probiert, da irgendwie hinzukommen. Ja, ich weiß, der war flach. Tut mir leid, Rabe. Nach 5 Pina Coladas kommen halt solche Witze. Und... Ich meine, da hinten geht's nicht weiter. Da sind Varane und selbst wenn ich die andere Seite rüberlaufe, das sieht zwar so aus, als könnte man da rüberspringen, kann man aber nicht. Oh Gott. Ja, hallo Karl, ich war mal bei der Polizei, ja. Und da kommt man, soweit ich weiß, nicht hin. Ich hab's auch das letzte Mal nicht geschafft, aber seht euch diese schönen Bäume an. Ich werde jetzt mal versuchen, da mit Steuerung... Wo kommt der denn her? Wo kommt... Was? Moment, der springt da auch runter. Wo kommt der denn her? Was war das denn? Das ist eine Mord, Karl. Das kannst du auch nicht. Das kennst du auch, glaube ich, nicht. Der kam, glaube ich, von Ball... Das da oben ist Ball Netbeck. Ich versuche mal da mal mit Steuerung Alt F8 rüber zu fliegen. Weil, glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, es gibt da keinen Weg rüber. Ich probiere mal mit Steuerung alte... Ah, nee, der dreht sich immer in eine bestimmte Richtung. Jetzt stecke ich hier drinnen schon wieder fest. Da seht ihr es. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann auch nicht springen. Steuerung alt F8. Steuerung alt F8. Jetzt glaube ich, bin ich draußen. Jetzt stecke ich schon wieder drinnen fest. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, spielt diese Mod. So, jetzt aber. Vielleicht komme ich an der Seite hier irgendwie hoch. Weil es gibt keinen Weg zu dem... Man sieht so aus, als könnte man von da rechts hinten drüber springen. Das geht aber nicht. Also ich weiß immer nicht. Ich glaube, der hat nicht mal einen Dialog da oben. Ich muss da mal per Marvin hoch. Ich will wissen, was das da oben ist. Aber egal, das können wir uns mal für später aufheben. Oder falls ich es mir nicht angucken könnt, dürft ihr herausfinden. Was meinst du, die Mod? Die Mod kriegst du einfach, wenn du danach googelst. Gib einfach bei Google ein Gothic 2 Die Garde. Genau wie es im Streamtitel drin steht, dann wirst du mit dem ersten Link direkt im World of Gothic Forum landen und da kannst du sie dir runterladen. Ich weiß es nicht, ob sie übers Bein ist. Und ich meine, ihr habt gerade mal... So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Ich meine, wir haben gerade mal 40 Minuten von der Mod gesehen. Und ich habe gebraucht, um die durchzuspielen, das letzte Mal so ungefähr 8 Stunden. Also da ist noch mehr Content vorhanden. Kann sein, ja, dass es die bei Spine gibt. Kann sein, ja. Kann sein, ja, dass man den Namen mal gehört hat. Ja, weil es ist halt einfach so, Tyrek. Einfach googeln und direkt den ersten Link halt nehmen, weil... Ich weiß nicht. Das ist so ein Standardsatz mittlerweile. Halt! Was denn? Das ist doch kein Kampf. Darf ich nicht rein? Ich sage dir, mein Freund. Ich bin schon an härteren Typen als dir vorbeigekommen. Der Rat hat eine kleine Einlassgebühr erhoben. Und wir sind gewillt, seinen Befehlen zu folgen. Boah. Vergiss es, du Schwein. Ich gebe dir kein Goldstück. Ich will jetzt in die Stadt... Ach, endlich mal einer, der ein bisschen Krebs im Schädel hat. Bis jetzt hat jeder Idiot diese Einlassgebühr bezahlt. Du bist noch nicht lange hier. Immer rein mit dir. Aber besorg dir ordentliche Kleidung. Sonst hält dich doch jemand für einen Penner. Was du ja wahrscheinlich auch bist. Willkommen in der Landel. Ist gut, gell? Und mit wie vielen NPCs haben wir jetzt geredet mittlerweile? Mit... 5, 6 Stück, 7, 8. Wie viele davon waren cool? Ich sag euch, die Mod hat einiges zu bieten. Sag mir deine Ware. Ey, Alter, ich hab alles, was das Jägerherz begehrt. Ich sag's euch. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich noch was verkaufen. Gehen wir mal rein. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Herzogs Pandoros. Das ist mein Erlass. Hier werden wir. Das ist Gothic 2. Jeder hat sich ab sofort in die Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen.
Nein, ich bin auch nicht besonders lange hier. Ich bin Ben, der beste Händler auf Gama. Interessant. Und was hast du so im Sortiment? Alles, was du dir wünschst. Alles, was das Jägerherz... Nahrung, welches sogar frisch vom Bauernhöfen kommt. Jawohl, Wanda. Und sogar eine Rüstung aus doppelt gehärteten Snapperledern. Jawohl, Wanda. Wenn du interessiert bist, fleißig ein. Du musst nur genügend Gold dabei haben. Und es wird noch viel schlimmer. Zeig mal her. Ja, aus der Garde könnte ich fast ein paar Zitate rausholen, oder? Ich glaube da nicht dran. Theoretisch. Genug Möglichkeiten gibt's hier. Du hast doch sicherlich auch was zu tun für mich, oder? Ja, klar. Also, ich hätte gern einen Ring. Du stehst nun mit den Mächten der Finsternis im Munde. Es ist nicht irgendein Ring, den ich will. Es ist mein Ring. Ja, ja. Eigentlich, es ist mich nicht mehr meiner. Ich habe ihn dem Schmied Barago verkauft. Ja, Marquise. Das Problem ist, es ist mein Ehering. Meine Ehefrau reißt mir den Kopf ab, wenn sie erfährt, dass ich ihn vertickt habe. Und ich soll ihn dir vom Barago wiederholen. Ja, bitte. Wenn du es schaffst, gebe ich ihr 150 Goldstücke. Mhm. Bitte, ich muss ihn wiederhaben. Jawohl. Kauf ihn einfach zurück. Egal. Hauptsache, ich kriege meinen Ehering wieder. Mhm. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Dein Ehering. Oh ja, danke. Und jetzt beeil dich, bitte. Jawohl. Hört ihr Bewohner von Elandil, auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Herzog Pandoros ergeht folgender Erlass. Ab sofort wird Kommandant Adrian den Oberbefehl über unsere Garde übernehmen. Die alte Verfassung der Stadt Dropbox brauchst du eigentlich gar nicht. Guck mal einfach, es gibt selber noch, schau mal da unten, da müsste auch noch download@wog oder so stehen. Da kannst du es immer runterladen. Die Links sind verfügbar. Hey. Das ist also der Barago. Hallo Schmied? Verpiss dich. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Verpiss dich. Verdammtes Pack. Kommt hier einfach in meine Schmiede gestürmt und sagt Hallo. Ich glaub's nicht. Alter, jetzt reg dich mal ab. Bau dir hier gefälligst eine Tür ein, wenn du nicht willst, dass hier jemand reinrennt. Warte mal. Sollst du mich ausfragen? Ist es das, was sie wollen? Ich schlag dir sämtliche Zähne ein, du mieses kleines Stück Dreck. Was? Wie? Ausfragen? Wer will dich denn bitte ausfragen? Sieh mir nicht so was. Ah ja, sie ist wirklich zu blöd, um ein Spion zu sein. Was ist denn hier eigentlich los? Kommst wohl nicht von hier, was? Nein, ich bin hier gestrandet und... Ach halt's Maul, das will ich gar nicht wissen. Also, was ist hier in der Stadt los? Alle reden andauernd von irgendeinem Rat. Dann werde ich es dir wohl erklären müssen. Früher, vor 5 Monaten, um genau zu sein. Herrschte hier noch ein Herzog Ral an. Er war ein guter Herrscher und wir alle achteten ihn. Mhm. Doch eines Tages wurde er plötzlich todkrank. Das ist der Hammer. Alle befürchteten, er würde sterben. Doch das trat nicht ein. Als sich der Zustand des Herzogs auch nach 3 Monaten nicht besserte, bat Kadalon und seine Schweinefeuermagierbrut an, die Macht bis zur Genesung des Herzogs zu übernehmen. Ja, schon, ja. Was sie schlussendlich auch taten. Sie nahmen den Bauern ihre gesamte Ernte ab und erhöhten die Steuern auf eine unannehmbare Summe. Das sind keine Dinainos mehr. Das ist eine Schweinebrut, die uns aussaugt. Aber solange der Herzog nicht wieder gesund wird, werden wir sie nicht los. Mhm. Aber das liegt leider nicht im Interesse des Feuermagierrates, wie sie sich selbst nennen. Und warum wehrt ihr euch dann nicht gegen den Rat? Denkt doch mal nach. Der Rat hat fast die gesamte elandelische Armee auf seiner Seite. Vor allem diesen Schweinehund Adrian. Wie ich den Kerl hasse. Und die Orks im Süden werden auch immer stärker. Ein Bürgerkrieg wäre das Letzte, was wir jetzt brauchen könnten. Tatsache. Vielleicht sollte ich mich bezüglich des Rates hier noch ein bisschen umhören. Vielleicht. Mach das. Aber sei vorsichtig. Mhm. Ein falsches Wort und du liegst morgen im Kerker. Mhm. Das ist ja interessant. Ja, die Story... klingt hört ihr Bewohner von Elandil. Von Gurinus. Das ist nicht deine Kleidung. Ich rede nicht mit dir. Was? Ja, das sind schon schlimme Zeiten. Ja, das sind schon schlimme Zeiten. Hallo Gardist. Verdammt. Ich gehe mich noch mal draußen ein bisschen umgucken. Gehen wir uns noch mal ein bisschen in Elandil umgucken. Also ja, die Sprachausgabe ist gerade so ein Grund dafür, weil ich glaube, ich pack's übrigens nicht, die Mod durchzuspielen. Glaube ich. Vielleicht überlasse ich euch das. Ich gehe mal dahinter zu dem Bauernhof, mal gucken, was ich da hinten so finde. Also ich kann euch nur empfehlen, die Mod selbst mal zu testen. Ich
bin immer noch beim Entwickler dran, um zu sagen, dass er unbedingt die Fortsetzung raushauen soll. Ja, Shaq, gute Nacht. Tja, Jim. Du bist aber auch heute eine ganz schön arme Wurst. Du hast, glaube ich, heute schon 1200 oder so verloren. Glaube ich. Grundstöckel, na hallo. Ich gehe einfach mal zu dem Bauernhof und guck mal, was da so geht. Es war schön. Auf die zwei, drei Dinge habe ich nur gewartet. Ja, Gothic 3 lasse ich... Für bescheidene 1000 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Gothic 3 mache ich mir erstmal keine Sorgen mehr drüber, Skelett, weil Gothic 3, bis ich das nächste Mal das spiele, das dauert noch. Nächstes Mal gucke ich mir vielleicht mal eine andere Mod an. Aber momentan braucht es nicht. Hallo Holger. Na, wie geht's? Hallo. Tag. Wie geht's? Vergleichsweise beschissen. Aha. Hört sich interessant an. Ist es auch. Geiler Dialog. Was machst du hier? Was soll ich hier schon machen? Götterdämmerung. Eigentlich bin ich gar nicht freiwillig hier. So? Warum bist du dann hier? Nun, es gab da einige Probleme in Elande. Auf die näheren Umstände will ich gar nicht eingehen. Auf jeden Fall endete es mit dem Tod meines Gegenübers. Zuerst wollten sie mich hinrichten. Doch der Rat befand, dass ich auf den Bauernhöfen mehr leisten könnte, als tot im Grab zu liegen. Ach was. Also haben sie mich zu 5 Monaten Arbeit auf Falks Hof verdonnert. Was? Nur 5 Monate? Halt doch die Schnauze, das ist lang genug. Und wenn ich hier erstmal weg bin, dann werde ich das feiste Schwein, das mich verpfiffen hat, abstechen. Nein. Ja, dann viel Spaß dabei. Werde ich haben, mein Freund. Werde ich haben. Ach Gott. Wie ist das Leben hier auf dem Hof? Wenn du Lust hast, den ganzen Tag auf irgendwelchen Feldern rumzugammeln, nachts in verwandten Betten zu schlafen und den restlichen Tag nur Scheiße zu fressen. Dann kann ich dir das Leben als Bauer nur empfehlen. Ja. Naja. Ja, hi Volks. Hi Volks, du hast den Alter leider schon verpasst. Und Risen 3 würde ich, also wenn ich mit Risen weitermache, dann erst Risen 2 und dann 3er. Die Dialoge sind cool, gell? Was hältst du von Volk? Was soll man von dem alten Sack schon halten? Einen Dreck tut der. Nur faul auf seinem Arsch sitzen. Wir müssen die ganze Arbeit hier alleine machen. Und wenn er mal zu uns kommt, dann nur um uns anzuschreien. Tja. Wenn ich könnte, würde ich dem Typen den Kopf ganz langsam abhacken. Und warum tust du es dann nicht? Deine Einstellung gefällt mir. Glaube ich nicht, vielleicht, Karl. Vielleicht mache ich es noch. Eines Tages. Glaube ich nicht, Karl. Gibt's was Neues? Nein. Nein. Glaube ich nicht. Aber Lord Garond ist der Entwickler von Piranha, von der Garde. Ah, wer läuft denn da so unbesorgt über den Hof? Ich bin. Mich interessiert nicht, wer du bist. Och. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Woher kennen wir das? Nun, zumindest war es früher so. Aber ich bin ein alter Mann und kann mir nicht mehr jedes Gesicht merken. Verstehst du? Mhm. Natürlich, wir alle werden mal alt. Ja. Wer wird alt? Na, wir alle. Kenn ich dich? Hau ab, du Scheißbube! Ich hab dich hier noch nie gesehen! Aber wir haben doch gerade... Was? Mit sowas wie dir rede ich nicht! Aber Moment mal, wo bin ich? Wo du bist? Ist alles in Ordnung bei dir? Hilf mir! Ich weiß nicht, wo ich bin! Du bist auf Falks Hof. Na, auf der Insel Thorn. Ah, ja! Jetzt fällt es mir wieder ein. Danke. Na also. Eine Frage noch. Ja? Wer bin ich? Was? Hilfe! Wer bin ich? Also jetzt reicht es mir. Einen schönen Tag noch. Warte, Bursche! Was ist? Wer bist du? Ach komm schon.
Ach Gott, ich war schon in der Sekte, ja. Ich war schon in der Sekte. Das ist der Hammer, oder? Na, erinnerst du dich noch an mich? Wer bist du? Aber die noch viel bessere Frage ist, wer bin ich? Fängt das schon wieder an. Was soll anfangen? Ach komm. Bitte, hilf mir. Ich hab mich verlaufen. Ja, ja. Keine Sorge, du musst dich nicht mehr lang spoilern lassen. Ich halte es jetzt auch gleich nicht mehr aus. Ich gehe gleich was essen. Leute, ich pack das nicht. Ich muss euch die Mod überlassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die runterladen und spielen. Ich pack das nicht mehr lange. Na, wie geht's, Bauer? Sei doch ruhig, du Bengel. Wie soll es mir schon gehen? Das Getreide ist doch nicht geerntet, die Schafe sind halb am Verrecken, meine Frau meckert nur und vor kurzem haben wir noch diese Drecksgruft da hinten entdeckt. Also frag nicht, wie es mir geht. Schon gut. Ich wollte nur freundlich sein. Deine Freundlichkeit kannst du dir hinten reinschieben. Warum sind eigentlich alle auf dieser Insel so schlecht gelaunt? Echt mal. Kannst du es dir nicht schon denken? Würde ich sonst fragen? Ich sehe schon, du gibst keine Ruhe. Also, pass gut auf. Ich erzähle es dir nur einmal. Lass hören. Seit einigen Wochen sind die Orks deutlich aggressiver geworden. Sie greifen Händler und Reisende an. Vor 3 Tagen haben sie sogar einen groß angelegten Angriff auf Elandel und Irm gestartet. Ja, sagen wir. Früher war es anders. Es gab kaum Konflikte zwischen Menschen und Orks hier auf Garma. Wir lebten in friedlicher Koexistenz. Aha. Doch heute sind wir erbitterte Todfeinde. Und ich muss aufpassen, dass nicht eines Nachts ein Ork-Trupp vorbeikommt und meinen Hof abfackelt. Kennt man den Grund für die Aggressivität der Orks? Eben nicht. Das ist ja das Problem. Bisher konnte noch niemand den Grund dafür finden. Ja, will ich. Ich will davon eine Fortsetzung haben. Er hat mir gesagt, der Entwickler, dass die Fortsetzung zurzeit nicht eigentlich schon fertig ist. Er muss sie nur noch releasen. Es sind nur noch ein paar letzte Schliffe, die er machen muss. Hallo Endless. Ja, Endless. Das habe ich bereits getan. Das habe ich bereits getan. Das heißt, du hast den Alder-Dialog schon verpasst. Ich dachte mir, dass du auf den Dialog ansprichst. Aber hallo Endless, ja. Der war schon. Vor ungefähr, ja, einer halben Stunde, würde ich sagen. Und vor ungefähr 20 Minuten waren die Dialoge bei den Sektenspinnern. Genau, ja. Ganz genau das. Ich habe genau auf den Dialog gewartet, genau wie von den Dialogen bei den Sektenspinnern. Ja, bis morgen, Wookie. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob ich morgen, also die Garde hat noch mehr solche Sachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen den zweiten Tag dranhänge. Nicht zu hören. Ja, Mai, aber Zombies waren was noch... Was machst du hier? Was machst du hier? Zombies waren ja noch nie so stark, sag ich mal. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht schiebe ich noch ein letztes Mal eine Runde Gothic 2 zwischen, aber bald. Ja, gute Nacht, Luni. Gute Nacht. Ich habe euch ja gesagt, also ich pack nicht mehr. Weil es kommen noch ein paar Sachen und ich kann den... Also die Garde dauert nicht lang. Wenn man die Garde spielen will... dann dauert die vielleicht zum Durchspielen, würde ich mal sagen, vielleicht so 6 bis 8 Stunden. Ja, ich ziehe mich jetzt auch gleich zurück übers Essen, weil Leute, ich schaffe nicht mehr. Also wirklich. Ich bin... Das Problem ist, wenn man richtig lachen will und man sitzt hier so nah am Schreibtisch dran und der Stuhl will nicht gescheit zurückgehen und du willst lachen, willst deinen Körper voller Luft pumpen und du hast nicht genug Platz dafür. Ich muss mich jetzt kurz mal bewegen. Ich muss jetzt mal rausgehen und einen 10-Minuten-Sprint machen oder so. Also ich kann jedem nur raten, wenn ihr mal euch die Garde fertig angucken wollt, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, dann guckt sie euch mal an. Googelt einfach mal nach die Garde und ladet es euch mal runter. Ich kann nur sagen,
Es lohnt sich. Es gibt noch ein paar mehr solcher Sachen. Kann ich euch nur sagen. Es gibt noch ein paar mehr solche Sachen. Also wer mag, be my guest. Guckt euch die Garde mal an. Ich gehe jetzt aber erstmal was futtern. Wir sehen uns jetzt morgen mal wieder. Und ich muss mal gucken, wie es... Das ist der einzige Alter. Es gibt noch einen Sprecher, zu dem versuche ich mal noch hinzukommen. Mach, dass du wegkommst. Gleich, Marquise. Ey, das hat wieder perfekt gepasst. Ich versuche noch mal zu einem einzigen Sprecher hinzukommen. Vielleicht schaffe ich den noch. War das ein Geschwindigkeitstrank zufällig? Das war sogar einer. Da erinnere ich mich nämlich noch an einen weiteren. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, wo der war. Ich schau mal, ob ich da noch hinkomme. Den würde ich mir gerne nochmal anhören, weil es ist echt verflucht lang her, dass ich den das letzte Mal gehört habe. Ich meine, ich pick mir jetzt nicht, ich kann mich an die Mod kaum noch erinnern, ich pick mir jetzt nur noch die Sachen raus, an die ich mich noch so wirklich ganz dunkel erinnere, aber es gibt viele Sachen, die wirklich sehenswert sind. Da war gerade so ein Wassermagier, mit dem kann man natürlich auch mal ratschen. Aber war der hier oben? Ich suche nämlich nach diesem Händler in seinen teuren Klamotten. Ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Hier oben ist nämlich irgendwo so ein Händler gestrandet, der die gleiche Kleidung anhat wie zum Beispiel Fernando oder so. Na, hallo Jack. Ich bin übrigens gerade schon wieder, ne? 11:30, ne? Rat mal, was ich gleich mache. Das war zum Beispiel schon mal der falsche Weg. Kuckuck. Hallo, Jack. Nee, Meckes. Nee. Also zum Essen mache ich mir schon was Ordentliches. Ich glaube, ich finde ihn nicht mehr. Ja, Karl. Dir auch. Ja, stehende Gewässer. Ich meine, guck dir das mal. Ich wusste gar nicht in Gothic, dass das möglich ist. Ich dachte, man nimmt sich... Gothic packt da irgendwo Wasser hin und dann funktioniert das. Wohl eher weniger. Ich glaube, ich werde eher jetzt was essen gehen. Halt, Fremder! Was denn? Wo geht's denn hier hin? Zum, sagen wir mal, provisorischen Lager der Sturmgarde. Der Sturmgarde, ja, bla bla bla, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich finde den Händler nicht. Irgendwo hier war ein Händler versteckt, aber den könnt ihr selbst suchen. Also wenn ihr die Garde mal spielen wollt... Ja, das dachte ich mir. Also hier ist ja das perfekte Beispiel, dass es offensichtlich nicht so einfach ist. Da musst du wohl noch mehr Sachen einstellen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Die restlichen NPCs... Hallo, Wolf. Die restlichen NPCs könnt ihr euch dann mal angucken. Also, ich kann euch nur empfehlen, der Rest der Mod ist ähnlich. Spielt mal die Garde, wenn ihr wollt. Aber ich muss jetzt was essen gehen. Mehr packe ich nicht. Das war genug für einen Abend. Aber da hier gibt's viele solcher Sachen zu sehen. Ich guck mal noch, ob ich mit dem letzten Geschwindigkeitstrank, den ich noch habe, an die Stelle hinkomme, wo ich ihn eventuell vermute. Das Random ist momentan so eingestellt, dass es nur für Abonnenten geht, weil ansonsten wird es dann zu häufig gespammt. Eventuell. Noch kostet es auch kein Erz. Irgendwann wird es mal was kosten. Aber ich muss einfach nur versuchen, irgendwie zu verhindern, dass es vielleicht zu häufig... Der hat genug! Dass es vielleicht irgendwann zu häufig gespammt wird. Ich glaube, das da oben ist er sogar, der Händler. Verfolgt er mich noch? Nee. Das ist der Händler, den ich meinte. Den habe ich noch in Erinnerung, dass der auch noch... Oh shit, der Snapper kommt. Den habe ich noch in Erinnerung, dass der noch ganz, ganz nett sein soll. Es gibt, wie gesagt, mehrere, aber an den erinnere ich mich zufällig. Ich hoffe, der Snapper verfolgt mich noch. Oh oh. Jetzt habe ich aus Versehen Wolfgang getroffen. Genau, den will ich mir jetzt nämlich noch schnell anhören. Ja,
So muss man es den Biestern geben. An den erinnere ich mich noch, ganz dunkel. Ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich an ihn. Warte mal. Verdammte Scheiße, schau dir diesen Mist an. Das hat alles mal mir gehört, Scheiße. Jetzt reg dich mal ab und erklär mir doch erstmal, was genau passiert ist. Na gut, also, ich habe mit einigen Kollegen eine Karawane gegründet. Wir sind von Winterwacht aufgebrochen und wollten nach Ilandl, um richtig Gold zu kassieren. Eines Morgens, als wir weiterziehen wollten, kamen auf einmal gewaltige Ork-Krieger aus dem Wald gesprungen. Als meine Kollegen versuchten, sie zu bekämpfen, bin ich, Bist du was? Naja, ich bin in die nächste Höhle gerannt und habe mich versteckt, bis es vorüber war. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich sie bekämpft, würde ich nur eine weitere Leiche rumliegen. Also bist du nur ein weiteres Stück Dreck in dieser Welt, der seine Kameraden für sein eigenes Leben im Stich lässt. Ist cool, oder? Ich weiß wohl nicht. Ich weiß zwar nicht, wieso ich dich das frage, aber hast du was zu tun für mich? Ja, in der Tat, du könntest für mich gucken, ob du hier noch brauchbare Ware findest und sie mir bringen. Nach der harten Schlacht kann ich mich so nicht mehr so gut bücken, weißt du? Bücken. Harten Schlacht? Wohl eher, als es dich in der Höhle hingelassen hat. Aber ich erwarte eine Gegenleistung in Form von Gold. Ist doch göttlich. Aufheben und mir bringen? Und dass ich dich nach den ganzen Beleidigungen am Leben lasse. Okay, schon gut. Du sollst dein Gold bekommen. Eleanors verdammter Hurensohn. Es ist doch der Hammer, oder? Es ist... Ich... Was genau machst du hier? Du bist doch total kernbehindert, oder? Erst erzähle ich dir hier die komplette Geschichte und jetzt fragst du mich hier, was ich hier mache? Ich fass es einfach nicht. Jetzt reg dich mal ab. Ich hab doch nur gefragt. Ach, als Maul, Arschloch. Es ist doch der Hammer. Es ist... Ich liebe diese Mod. Wer genau bist du eigentlich? Willst du mich verarschen? Ich bin einer, wenn nicht der bekannteste Händler von Winterwacht. Dort habe ich massenweise Gold verdient und davon diese Waren hier gekauft, um sie in den Landel teuer zu verkaufen. Ich hätte tausende von Goldstücke für den Scheiß gekriegt und jetzt fast alles... Schrott? Reiß mich nicht, Bursche, und hör auf, so dämlich zu grinden. Schon gut, Arschloch. Ich versuche hier aufhören zu grinsen. Wieso bist du überhaupt ohne Wachen losgegangen? Wochenshow. Bist du bescheuert? Weißt du überhaupt, was so eine Wache kostet? Außerdem hätte ich doch nicht damit rechnen können, dass hier verdammte Orks randalieren. Du Idiot, denk doch mal nach. Mach mal halblang, sonst mache ich das, was die Orks nicht getan haben. Und das Rare? Dir volles Pfund aufs Maul geben. Hey, hey, wir wollen nix überstürzen, das war nur Spaß. Ich kann nicht mehr. Den Rest von der Mod könnt ihr euch selber angucken. Ja, Ottmar Zittler, ich kann mich an die Wochen schon noch sehr gut erinnern. So. Zurzeit nicht. Ist der... Ich mag den nicht hauen, weil wenn du ihn haust, dann hat er die normalen Gothic-Dialoge von wegen, was, du schlägst mich? Es hilft nichts, wenn ich ihn hau. Also es ist nicht so, dass... den umhau und dann kommt irgendein spezieller Dialog oder so. Oh, das ist doch... Ich kann euch nur... Ladet euch die Mod runter. Ihr habt, das war noch nicht mal ansatzweise alles. War das zufällig alles? Hier hast du deinen Krempel. Ah ja, wenigstens nicht alles im Arsch hier. Hier ist ein Gold. 10 Goldstücke? Dein Ernst? Okay. Was willst du denn noch? Du musstest dich nur bücken. Nun, ich hätte gedacht, dass dir dein Leben mehr wert ist. Ja, ja. Hier, nimm das halt auch noch. Bastard. Und jetzt nimm dein Zeug und verpiss dich, du Sippenschänder. Das ist doch... Ach Gott. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist es endgültig aus. Ich geh was essen. Ich kann nicht mehr. Ich geh jetzt was essen, mach sonst irgendwas und...
Also wenn ihr wollt, ihr wisst, wie die Mod heißt, googelt sie, ladet sie runter, spielt es durch. Die Mod hat noch so ein, zwei Sachen zu bieten. Es kann sein, dass ihr euch innerhalb der Story Marvin-Modus bedienen müsst, um weiterzukommen, aber... Das finde ich cool. Finde ich cool. Ja, macht's gut, liebe Leute. Das war erstmal eine kleine Runde Garde. Das war's erstmal. Für morgen überlege ich mir irgendwas anderes. Oh weh. Ja. Was soll ich noch groß sagen? Vielleicht habe ich Glück und ich pack's nicht mehr. Vielleicht habe ich Glück und ich krieg ein Auf Wiedersehen-Zitat. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Nee? Wir sollen dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Ist auch kein Tschüss-Zitat. Denk dran, immer schön ruhig bleiben. Dann kommst du hier auch lebend wieder raus. Nein, das ist auch keins. Dann bleib ich halt selber. Wir sehen uns wieder, Alter. Alles, was das Jägerherz begehrt. Bis morgen, Leute, und ihr wisst Bescheid, ne? Wir sehen uns. Meine Güte.